Ja, und mit diesem schönen Intro heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play. Und zwar wird das sein, wie ihr auch schon auf dem Titelbildschirm seht, Final Fantasy 13. Einer meiner absoluten Lieblingsspiele und meine Lieblingsspiele-Serie, Final Fantasy. Ich denke, ich weiß nicht, so ziemlich alles durchgespielt, was es an RP-Zeugs dort so gibt, außer Final Fantasy 14. Das ist ja eher ein, und 11, das ist ja eher ein Online-Spiel, aber alles von 1 bis 10 und 12 und 13 und die ganzen Ableger habe ich alle gespielt. Und ja, die sind natürlich alle richtig cool. Die alten sind natürlich schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber die neuen finde ich alle toll, auch wenn viele dort immer am Mäkeln sind, dass da irgendwie, ja, dass sie zu, ach, ich weiß es nicht, zu, ja, zu anders sind, aber ich finde sie alle trotzdem noch cool. Es sei es diese rundenbasierenden Spiele wie bei 10 oder natürlich vorher die ganzen älteren Teile oder dieses Realtime bei 12 oder bei 13 mit diesen actiongeladenen, Moment, wie nennt sich das, action-rundenbasierende Kämpfe? Das werden wir ja gleich sehen. Wir werden natürlich nicht den einfachen Modus spielen, sondern den normalen. So, kann jederzeit geändert werden, ja, wollen wir ja eh nicht. Aber wir beginnen mal. The 13 days after we awoke. Or the beginning of the end. Are you serious? Be quiet. Best of luck. She did it! Hands high! Freeze! So far, so good. They all want to fight. Good for them. Give me that. What the? Thank you.
So, jetzt geht's los. Mit den Zwischensequenzen lasse ich euch wie immer alleine. Und jetzt auch wieder. Da ihr mitbekommen sollt, was da alles so passiert. So, der erste Bosskampf, der wird ja wohl nicht so schwierig sein. Hätte ich einfach so wegsnacken. Ach. Jetzt gibt es erstmal eine Einführung. Ich weiß gar nicht, ob womit ich spielen muss. Ich zeige euch das mal. Ich kenne das ja alles schon. Die Kämpfe laufen ohne zeitliche Unterbrechung ab. Der Balken, da füllt sich auf. Und dann kann man halt Attacken machen. Ja, nochmal Attacke. Ja, dann füllt er das da alles auf, dass man angreifen kann. Bla bla bla, bla bla bla. Genau. So, angreifen. Zack, zack. So. Greifen jetzt einfach erstmal an. Nachher, wenn wir weiter im Spiel vorangeschritten sind, müssen wir auch die andere Sachen uns aneignen, aber das ist jetzt erstmal ziemlich easy. Ich habe nämlich vor, dieses Spiel, ich habe schon einmal auf 100% durchgespielt, aber es nochmal auf 100% durchzuspielen. Da wird es gegen Ende dann richtig interessant. Ein paar Kämpfe sind dann auch ein bisschen blöd, aber einige finale Kämpfe sind auch ziemlich gut gemacht, also die sind dann richtig spannend. Ja, easy peasy, würde ich sagen. Heads up. This thing won't give up. So, Runde 2. Jetzt dürfen wir bestimmt irgendwas anderes machen. Noch angreifen. Okay, wir greifen einfach wieder an. Im Moment spiele ich mit Tastatur, das ist so ungewohnt. Das Spiel gab es ja erst eigentlich für PS3. Jetzt mache ich mal eine andere Attacke. Das ist gerade so ungewohnt, das mit Tastatur zu spielen. Das ist echt ein bisschen merkwürdig. Aber naja. So. Greifen wir mal weiter an. Am Anfang sind die Möglichkeiten wie in dem anderen Spiel auch noch nicht so groß. Das heißt, angreifen, angreifen und weiter angreifen. So, falls er jetzt nicht stirbt. So, er stirbt. Okay. So, wir haben 5 Sterne für diesen Kampf bekommen. Das heißt, die beste Bewertung. Was die nachher so bringt, kann ich auch noch nicht genau sagen. So. Das Teil ist jetzt erstmal richtig am Arsch. Und, ja. Wir haben gewonnen. Oh goodness. We did it. Aber die Belagerung der Stadt geht noch weiter. Davon erfahrt ihr nachher mehr, wer die Angreifer sind. Soldier? I mean, you are Sanctum, aren't you? What are you doing trying to stop the purge?
Why don't you tell me that? I was a soldier. Hey, where do you think you're going? May. Chocobo, just can't catch a break, can we? Yeah, that's a good question. Oh well. I better follow her. I'm getting too old for this. So, das war gerade auch schon die kleine Einführung. Wir können uns hier jetzt wahrscheinlich bewegen. Gott, da bin ich jetzt auch gespannt mit Maus. Oh Gott. Kamera in Moment. Mache ich das so oder andersrum? Ich komme auf jeden Fall gerade nicht klar. Nee, das passt schon, das passt schon. So viel auf jeden Fall zur kleinen Einführung. Hier geht's dann nächstes Mal weiter. Ach, wir gehen erstmal zum Speicherpunkt kurz. Ist das ein Speicherpunkt? Speichern. So, Speichern abgeschlossen. Okay, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.